Das Autofahren wird immer teurer und teurer. Deswegen wollten wir von Ihnen wissen, was regt Sie rund um unser beliebtestes Fortbewegungsmittel am meisten auf? Ja, aufregen tut mir im Prinzip, aufregen kann man sich ja nicht, weil der Benzinpreis steigt und steigt, und wenn er mal ganz kurz runterfällt, aber man, wenn man gezwungen ist zum Auto, wenn man das Auto braucht, ist man gezwungen, dass man den Benzinpreis akzeptieren muss, oder? Ich bin in der Steiermark zu Hause, mein Vater lebt da in Vorarlberg im Fußsack, und der ist eigentlich ein bisschen pflegebedürftig, und jetzt muss ich halt öfters hin und her fahren, nicht? Ich meine, mit dem Zug fahren, das wäre ewig würde zu lange dauern, oder? Und ich bin eigentlich praktisch stark abhängig vom Auto, und daher kann man sich gar nicht aufregen, ob der Benzin, das ist so wie mit den Zigaretten, nicht? Die Zigaretten werden einmal teurer, immer teurer, und die Leute, die hören ja auch nicht auf zu rauchen wegen denen, nicht? Also müssen sie das auch akzeptieren, nicht, weder man raucht oder man raucht nicht. Ja, meistens die hohen Treibstoffpreise, oder? Und vor allem immer die extreme Erhöhung. Man sieht dann zwar, der Treibstoff geht wieder runter, aber es sind einfach immer nur, ist ein Bruchteil von dem, was es eigentlich immer wieder hinaufgeht, oder? Und kurz oder lang wird es kaum mehr erschwinglich, aber es wissen zwar alle, man braucht einfach das Auto, oder? Ohne Auto wird es halt auch nicht gehen. Das Autofahren wird immer teurer und teurer. Was regt Sie am meisten auf? Ja, der Preis, der Benzinpreis natürlich, und dass wir machtlos sind gegenüber der Regierung und allen, die den Preis machen. Und also ich schon einiges muss einsparen, damit ich vermag, das Auto zu fahren. Also mich belastet das wenig, weil ich kein Auto habe. Und von dem her, ja, sind die Preissteigerungen im Kfz-Bereich eigentlich kein Problem für mich. Fährst du mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Ja, eigentlich immer. Meine Freundin hat ein Auto, und da fahre ich ab und zu mit, aber meistens fahre ich schon mit Bus und Bahn. Also ich reg mich gar nicht auf, weil ich bin eine Radfahrerin, eine Radlerin, und ja, bin froh, dass ich nicht Auto fahren kann, weil der Preis ist ja allzu teuer. Passt. Sie fahren immer mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Immer, ja. Bus und Rad.